es wird gut, sowieso. Immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso. Ja, herzlich willkommen hier zum Corona-Workshop 6. Klasse Musik. Vielleicht ein ganz schönes Motto in dieser Zeit. Egal, was kommt, es wird gut, sowieso. Man soll die Hoffnung nicht verlieren. Ich möchte euch heute eine Sache nahebringen, die wir eigentlich immer schon kennen, seit letztem Schuljahr sogar, mehr oder weniger. Und zwar geht es, genauer gesagt, um den Abstand zwischen den Tönen, die sogenannten Intervalle. Genauer gesagt, um mein Lieblingsintervall, die Terzen. Dazu habt ihr auch zwei Aufgaben bekommen. Im Aufgabenmodul war iSurf und auch ein Attachment. Das müsst ihr nicht unbedingt ausdrucken, das kann man so gleich am Bildschirm bearbeiten. Und bevor wir hier aber loslegen mit meinem Lieblingsintervall, mit den Terzen, starten wir mit ein bisschen Wiederholung. Ist schon ein bisschen länger her, dass wir uns gesehen haben. Und damit ihr die Notennamen nicht ganz vergesst, habe ich hier ein bisschen was für euch vorbereitet. Ihr habt 3 Sekunden Zeit, den entsprechenden Ton zu benennen. 3, 2, 1, go! Sagt es laut und deutlich. C1, richtig. A1, richtig. Ha. Nochmal. Genau, F1, sehr gut. E2 ist das, sehr gut. Und E1. Weiter geht's mit G2. Dann haben wir hier ein A2, richtig? Und ups, ein D2. Sehr gut. Ah, dann gab es aber noch so Vorzeichen, Kreuze, Bs, die verändern die Tonhöhe um einen halben Ton aufwärts und abwärts und verändern auch den Namen des Tones. Zum Beispiel dieser Ton heißt nicht mehr D, sondern Des, richtig. Dann haben wir hier noch ein Des, aber ein Des2. Und schöne Note Cis. Das ist ein Ges. Gleich habt ihr es geschafft. F mit Kreuz ist ein Fis natürlich. Und noch ein Fis. Fis 2. S 2. Und ein sehr seltener Ton, aber es gibt ihn, das sogenannte Es. Gleiche Taste wie das F. Sehr schön. Ja, den Abstand zwischen den Tönen, den messen wir nicht in Zentimetern. Wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Können wir 2 Töne anschreiben und sagen. C und E. Naja, wo 10 Zentimeter? Nee, wir zählen die Stammtöne. Wir gucken, hier ist C, da passt das D noch dazwischen und E. C, D, E sind 3 beteiligte weiße Tasten, 3 Stammtöne und das ist eine Terz. Es gibt noch viel mehr Terzen natürlich. Hier schön Terz zwischen F, Kreuz und A, Zwischenraum, Linie, Zwischenraum. Oder was haben wir noch hier? Zwischenraum, Linie, Zwischenraum von D zu F oder von A. Zwischenraum, Linie, Zwischenraum, eine wunderschöne Terz von A zu C. So, das klingt dann ungefähr folgendermaßen, von C zu E. C, E. Alle Vögel sind schon da. Geht mit der Terz los. Oder F, A. Alle Vögel sind schon da. Oder D, F. Alle Vögel sind schon da. Oh, sind aber sehr traurige Vögel. Und dann haben wir noch A und C. A, C. Alle Vögel sind schon da. Auch sehr traurig. Vielleicht stimmt da noch irgendwas nicht mit den Terzen. Vielleicht ist Terz
doch nicht gleich Terz. Also, ich glaube, hier ein Zentimeter-Maßband ranzugehen, brauchen wir nicht. Wir gucken uns das doch mal genauer an. Es kann doch nicht sein, dass die Terzen, beides mal drei Töne Abstand, doch nicht gleich klingen, sondern vielleicht doch so ein bisschen anders sind. Gucken wir uns das mal genauer an. So kann man das Ganze, glaube ich, so ein bisschen besser erkennen. Unsere erste Terz hier von C, D, E, von C zu E, da haben wir wirklich 3, 1, 2, 3 beteiligte Stammtöne bzw. Tasten und weiße Tasten, ganz klar eine Terz. Dann gucken wir uns die letzte nochmal an, von A zu C. Die klang eben komisch im Vergleich zu der ersten. 1, A, 2 ist H, 3 ist C, ist auch eine Terz. Aber es gibt, wer ganz genau hinguckt und nicht schwarz-weiß blind ist, kann den Unterschied, glaube ich, erkennen. Denn es gibt einen feinen Unterschied im Bereich der schwarzen Tasten. Und zwar, wenn man jetzt anfängt zu zählen. C, dann schwarze Taste, weiße Taste, schwarze Taste, weiße Taste. Also 4 Halbtöne, 4 schwarze und weiße Tasten weitergezählt von C zu E. Wenn wir uns die andere Dreierkombination hier mal angucken, von A zu C, geht's los auf der weißen Taste A, weiße Taste, okay? Nur 3 Halbtöne, da fehlt gewissermaßen eine schwarze Taste. Das heißt, der Abstand ist auf den ersten Blick zwar gleich, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aber wenn man die schwarzen Tasten, also die Halbtöne mitzählt, kommt man zu dem Ergebnis, dass wir hier 4 Halbtonschritte weiterzählen können von C zu E und von A zu C nur 3 Halbtonschritte weiterzählen können. Beides ist eine Terz. 3 Stammtöne, 3 Terz, klar. Und einmal haben wir 3 Halbtonschritte und einmal haben wir 4 Halbtonschritte. So. Wie lösen wir das Problem mit Sprache, sehr intelligent, und sagen, das erste ist eine. Große Terz. Und wenn das mit den 4 Halbtonschritten eine große Terz ist und die 3 Halbtonschritte einer weniger sind, ist das mit den 3 Halb richtig, ganz genau, eine kleine Terz. So, also haben wir schon mal geklärt, es gibt einen feinen Unterschied, manchmal entscheidend im Leben, zwischen großer Terz und kleiner Terz. Jetzt gibt es aber noch ein kleines Problem, das muss aber kein Problem sein, wenn man die Regel von den Stammtönen ganz genau beachtet. Zum Beispiel hier eine Terz von E zu G, eine große Terz von E zu G. Also 1, 2, 3 muss irgendwas mit E, G sein. Eine große Terz auf E, Note, Hilfskreuz, Note. So, aber es sollte eine große Terz sein und die Regel sagt 4 Halbtonschritte. Zählen wir mal von E, den zählen wir nicht mit, den ersten. Weiterzählen. 1, F, 2, Fis, 3, G, 4, Gis. Okay, das heißt, wir müssen den hier noch einen halben erhöhen, sodass wir hier zum Ton Gis kommen. Die große Terz ist tatsächlich erst E-Gis. Warum darf dieser Ton nicht Ass heißen? Hier oben steht ja Gis und Ass. Jeder Ton hat mehrere Namen. Erklärung steckt eigentlich in der Regel drin. Wir müssen von unserem Dreiergespann hier ausgehen. Terz, 1, 2, 3 weiße Tasten. Und das kann aus dem G nur ein Gis werden.
A ist gar nicht beteiligt, das heißt, da kann kein Ast draus werden. Andersrum funktioniert das auch. Zum Beispiel eine schöne kleine Terz, zum Beispiel auf dem Ton F. 1, 2, 3. F, Lücke, A. Also irgendwas mit A muss schon mal stimmen. Drei Töne, Terz, F, G, A. Jetzt ziehen wir mal weiter, unsere Halbtöne, kleine Terz, zwei Stammtöne, drei Halbtonschritte von F. Fis, G und die nächste schwarze Taste, da sind wir schon bei der kleinen Terz. Die darf jetzt aber nicht Gis heißen, sondern muss von unserem dritten Stammton, dem A, abgeleitet werden. Logisch, ne? Hier haben wir ja auch schon Ton, Zwischenraum, Ton. Also machen aus dem A ein Ass mit dem Vorzeichen B. Und bitte kein Gis, denn F Gis sieht man schon auf 10 Meter Entfernung, ist dann doch keine Terz. Keine Terz. So, weg damit. Okay. So, auf dem Papier haben wir es, glaube ich, ganz gut verstanden und hören kann man es, denke ich, auch. Die kleine Terz und die große Terz. Die kleine Terz und die große Terz. Und jetzt seid ihr dran. Ihr habt 10 Terzen zu bestimmen. Meldet mir zurück, ob es große oder kleine Terzen sind. Eins von beiden ist es in jedem Fall. Und zweite Aufgabe, da habt ihr jeweils den zweiten Ton einer Terz zu bestimmen. Und wenn ihr das richtig macht und alle Buchstaben, die Notennamen nacheinander lest, dann ergibt das Ganze 2 Lösungswörter. Und die sind Englisch. Lasst euch nicht irritieren. Okay, da sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch, frohes Schaffen. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung. Bis dann. Egal was kommt, es wird gut. Sowieso.